Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Wir haben 5:30 in der Früh. Ich habe meine Sachen schon gepackt. Ja, jetzt der Checkout und dann geht's ab zum Strand. Dann werden hoffentlich Wale entdeckt. Tja, ganz genau so sah es aus. Gab leider keine Wale und nur, keine Ahnung, wenige Delfine und auch nur in der Ferne. Also ja, sehr schade. Es gab leider nichts zu sehen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir jetzt haben. Auf jeden Fall sind wir stundenlang da draußen rumgeschippert. Ja, gab nichts zu sehen. Kann ich nur sagen, dass es eine schöne Bootsfahrt war, denn ich habe so viel gedöst, das ist unfassbar. Ich glaube, es lag echt an der, also man hat noch eine Tablette gekriegt gegen Seekrankheit, damit einem nicht übel wird. Und ich glaube, die hat irgendwie super müde gemacht, denn ich habe jetzt nicht so wenig geschlafen. Und auch viele andere auf dem Boot haben einfach die Augen zugehabt und ja, so ein bisschen vor sich hingedöst. Ja, deswegen, weiß nicht, war irgendwie nicht viel. Heißt es aber nicht, dass die Sache schlecht ist. Wir hatten einfach nur Pech, dass wir keine Wale und nur ganz wenige Delfine gesehen haben. Morgen könnte es wieder besser werden, wer weiß. Und ja, jetzt geht es erstmal für mich weiter zur Bushaltestelle und dann nach Galle. Dafür, dass wir nichts gesehen haben, also keine Wale gesehen haben, haben wir aber den halben Preis wieder zurückbekommen. Ist ganz nett und auch die Verpflegung an Bord war super. Es gab Säfte und Wasser und noch ein paar Kekse für den Anfang, Tee gab es. Ja, ein kleines Frühstück, sag ich mal, viele verschiedene Obstsorten und dann noch Toast mit Ei. Jo, also ich kann Raja and the Whales nur weiterempfehlen. Ja, und im Hotel angekommen musste ich dann doch erstmal ein Nickerchen halten. Es ist echt krass, ey. Diese Tablette, die wirkt echt wie eine Schlaftablette. Ich bin immer noch müde. Keine Ahnung, was los ist. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt schon dunkel draußen. Ich gehe jetzt nur noch was essen. Und morgen geht es dann ins Fort, ins niederländische Fort. Ja, so britisch wie Nuwara Eliya war. So niederländisch ist das hier, sehr viele Flaggen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was morgen so geboten wird. Denn Galle ist gar nicht mal allzu klein. Ja, heute leider keine Wale, aber so ist es eben. Mal hat man Glück und mal nicht. Trotzdem bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!